Mein Kumpel Tom. Tom ist erfahrener Unternehmer und ich habe den vor einigen Jahren, bevor es losging, in die Selbstständigkeit gefragt, sag mal Tom, damit das gleich so richtig durchstartet, was hast du für einen Tipp? Und ich habe dann so gedacht, er sagt, Mensch, mehr Vertrieb, konzentriere dich auf Umsatz oder. Und er hat was gesagt, er stand da, hat so gegrübelt, hat gesagt, wenn du irgendwie kannst, dann lass diese Sache mit den Mitarbeitern. Und ich so, wie Mitarbeiter braucht man doch? Er sagt, ja, aber das macht immer nur Ärger und hin und her. Und mittlerweile, nach 2 Jahren wusste ich, dann habe ich mich wieder zurückerinnert, ich kam aus dem Konzern, ich hatte ein bisschen Führungsverantwortung, aber ich kann euch sagen, es ist ein erheblicher Unterschied, ob du die Mitarbeiter selber bezahlst oder ob das der Konzern macht, wo du sagst, naja, dann schleifen wir den halt so mit durch. So, und heute geht es mal um ein etwas anderes Thema, also um die quasi andere Seite. Wir sprechen ja die ganze Zeit um Umsatzwachstum und Gewinnsteigerung und diese ganzen Sachen, aber man kann auch die Kosten reduzieren und wirklich an die Prozesse. Und heute geht es tatsächlich um die Aufwände, und zwar die Aufwände im Personalmanagement. Und wir haben klein gestartet, also ich habe vor 3,5 Jahren neu gegründet, nochmal, und dann kamen die ganzen Bewerbungen und ich bin total überrascht gewesen, wenn man eigene Mitarbeiter einstellt, was das bedeutet, weil das ist eigentlich ein Rattenschwanz, und wir gucken uns heute an, wie man Bewerber zu Fans macht und dieses Ganze fast voll automatisieren kann. Dazu habe ich 3 Themen mitgebracht, nämlich einmal, wie managt man die Bewerbungsflut, also was macht man mit den ganzen Bewerbungen, wie kriegt man die Mitarbeiter auf Flughöhe und die Mitarbeiterweiterbildung. Und um ganz genau die Bewerbungsflut, das ist ein besonders spannendes Thema, weil das frisst riesige Kapazitäten in den Unternehmen. Und dann, wie kriegst du die Mitarbeiter auf Flughöhe? Damit meinen wir die Einarbeitung. Weil im Mittelstand ist es ja normalerweise so, man stellt Leute ein und hofft dann, dass die irgendwann nach 6, 7, 8, 9 Monaten das so langsam können. Und dann, wie schaffst du es eigentlich, dass du Mitarbeiter weiterentwickelst, auch wenn neue dazukommen, dass die auch die Themen, die man, ich sag mal, vor 2 Monaten besprochen hat und gelernt hat, dass die auch mit dabei sind. Und so starten wir gleich mit dem Thema Bewerbermanagement. Und da ist, haben wir gemerkt, ist es relativ krass, wenn du eine Stellenanzeige schaltest, dann kannst du ja das nicht so richtig filtern. Du schreibst dann schon rein. Also bei uns zum Beispiel, wir sind ein Spezialversicherungsmakler, da haben wir geschrieben Versicherungsfachmann oder eine qualifizierte Ausbildung dazu. Da bewirbt sich aber auch tatsächlich der pensionierte Lokomotivführer. Da kannst du dich ja halt nicht gegen bewähren. Ne? Auch die Bäckerei-Fachverkäuferin ist total super, aber man braucht halt tatsächlich diese Qualifikation. Und dann haben wir am Anfang probiert, das noch so mit, wir haben es damals so mit Textbausteinen, dann haben wir etwas besser und pfiffiger mit einer Outlook-Signatur, und irgendwann waren so viele Bewerbungen, dann haben wir einfach gar nicht mehr reagiert. Aber das ist auch nicht schön, das ist auch keine Lösung, weil dann rufen die Bewerber an und sagen, Mensch, ich habe gar nichts gehört. Und das frisst total viel Zeit und Ressourcen. Das heißt, wir haben zum Schluss haben wir sehr, 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 sehr viele Bewerbungen bekommen. Man kann das zwar auch anders gestalten, zum Beispiel über Stepstone oder irgendwelche Jobportale, es kostet aber ein Heidengeld. Wir haben einen ganz guten Erfolg gehabt mit dem Arbeitsamt, ist größte Stellenanzeige in Deutschland. Problem ist bloß, da bewirbt sich halt sehr, 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 sehr viele Kontakte. Und zum Teil rufen die auch an, und das ist dann schon ziemlich störend, wenn man sich nicht zurückmeldet, was mit meiner Bewerbung, und haben sie mal geguckt. Aber das ist leider weniger, als ich dachte, in Anführungszeichen. Und wenn sich Leute bei einem bewerben, ihr kennt das ja selber, jeder hat sich, glaube ich, irgendwo schon mal beworben im Unternehmen, dann möchte man auch irgendwie eine Rückinfo bekommen. Weil man schickt irgendwas hin, und manche schicken ja noch eine Eingangsbestätigung, aber irgendwie erwartet man ja was. Und ich habe mal geguckt, wir hatten so einen E-Mail-Ordner in 2016, da waren 380 Eingänge für Bewerbung. Wir haben gar nicht so viele Stellen draußen gehabt, ich erkläre das nachher nochmal, ob das viel ist oder nicht so viel. Aber ihr könnt euch vorstellen, 380 Bewerbungen per E-Mail, das ist eine ganze Menge. Und wenn man da kein gutes System hat, dann sieht das schlecht aus. Und man denkt immer so, naja, ich mache das dann schon irgendwie, und das ist ja alles schnell zusammengeklickt. Ich kann euch sagen, wir haben die Zahlen mal ausgerechnet, das ist überhaupt nicht schnell zusammengeklickt. Und das frisst nicht nur Tage oder Wochen, das ist länger, das ist viel länger. So, was erwartet man denn eigentlich? Also ich finde es immer ganz gut, wenn man eine Bewerbung hinschickt, man kennt das ja aus allen Sachen, bekommt man eigentlich eine kurze Eingangsbestätigung, und dann wäre es ja eigentlich auch noch ganz schön, weil in der Regel sagen die Unternehmen ja nicht, wir laden nicht sofort an, irgendwie eine Zwischenstandsmeldung, wie geht es weiter, wenn man Fragen hat. Und wenn es dann weitergeht, dann muss es natürlich irgendwie eine Einladung geben, und dann muss auch ein Termin koordiniert werden. Und dann muss ja jedem irgendwie eine Absage erteilt werden.
Und das war so unser quasi Anspruch, den wir ethisch-moralisch machen möchten, wenn sich bei uns jemand bewirbt, dass eigentlich jeder diese Schritte durchläuft. Und jetzt haben wir das mal aufgeschrieben und haben mal geguckt, was meint ihr mit diesen 5 Schritten? Ich frage euch jetzt mal, ruft mir doch mal, also diese 5 Schritte, die da sind, die folgenden. Was meint ihr, wenn man das mal so macht, wie viele Minuten kostet das pro Bewerbung? Ruft mir mal so ein paar Zahlen, so in Minuten pro Bewerbung. Pro Bewerbung? Nee, 240, 60, nee, also wir haben das, aber ihr kommt schon, also wir haben das mal geschätzt. Nicht geschätzt, wir haben das mal quasi ausgewertet mit diesen ganzen Vorlagen. Wir sind auf 20 Minuten pro Bewerbung gekommen. 20 Minuten pro Bewerbung, die meisten sagen, das ist sogar noch mehr. Jetzt muss man dazu sagen, ich bin ein großer Freund von Professor Knobloch, der hat dieses A-B-C-Modell von den Mitarbeitern, A-Mitarbeiter, B-Mitarbeiter, C-Mitarbeiter, wer das noch nicht kennt. Es gibt ein klassisches Problem, oder auch wenn sich Personaler unterhalten, dann fragt der eine Personaler quasi den anderen und sagt, sag mal, wie viele Mitarbeiter arbeiten bei euch im Unternehmen? Dann überlegt er kurz und sagt, nicht mal 2/3. Weil das Problem ist halt immer tatsächlich, A-Mitarbeiter, wenn ihr euch so eine Pferdekutsche vorstellt, das sind die, die den Karren wirklich ziehen. Die bleiben länger, die machen die Aufgaben fertig. Das sind eigentlich die, die wir suchen. B-Mitarbeiter, wenn ihr euch so eine Karre vorstellt, das sind dann die, die halt so nebendran gehen und auch so ein bisschen schieben, aber wenn ein Berg kommt, lassen wir schon wieder los und so. Und die C-Mitarbeiter sind die, die hinten drauf sitzen und die Beine baumeln lassen. Und statistisch, jetzt kommt das Erschreckende, also steht schon da, super, 12% sind es nur A-Mitarbeiter, die wirklich für den Job brennen. Und ihr kennt es ja auch, wenn ihr vielleicht irgendwo mal in der Firma wart und der Kollege, der immer irgendwie Solitär spielt auf dem Rechner oder was auch immer, das ist sogar gar kein B mehr, sondern ein C-Mitarbeiter. Und das ist echt die Krux. Der nächste Krux, wenn ihr Bewerbungen bekommt, dann gibt es einen B-Mitarbeiter, wo du denkst, das ist ein B-Mitarbeiter, B-Plus und B-Minus. Was würdet ihr sagen? Wen von beiden würdet ihr nehmen, wenn ihr die Wahl habt zwischen B+ und B-? Ja, sehr gut, ihr seid schon ganz gut informiert. Keinen. Ich muss das erwähnen, weil ich selber habe es falsch gemacht. Und das schlimmste Problem ist eigentlich, wenn Mitarbeiter spontan gehen. Eine klassische Sachbearbeiterstelle hat bei uns 4 Wochen Kündigungsfrist. Wenn ihr dann noch Resturlaub macht, dann sagt ihr, ich kündige uns morgen weg. Wir hatten jetzt auch eine Schwangere, die war dann irgendwie auch Berufsverbot, nennt sich das. Und das ist relativ kritisch. So, und wenn du denn eine Bewerbung rausschickst, wenn du eine Stellenanzeige rausgibst und bekommst die ganzen Bewerbungen, dann dauert das eine ganze Weile und da kannst du, also ich habe den Fehler gemacht und das ist schwierig, wenn du jemanden brauchst, du weißt, die sind 2 Wochen weg, der Mitarbeiter, ja, der könnte das schon so schaffen, begeistert bin ich nicht, aber ich nehme ihn, das ist nicht so richtig gut. Ich habe sogar 2-mal gemacht, jetzt weiß ich, nie wieder keine Kompromisse. Und ich finde auch eine sehr schöne Zahl. Man hat Personaler gefragt, von den Leuten, die du eingestellt hast, wie viele würdest du wieder einstellen unter den Voraussetzungen, dass du das weißt, was du heute weißt. Und da ist die Quote auch sehr erschreckend, 1/6. Das ist jetzt ein bisschen mehr, aber das sind auch nur 17%. Also es soll so ein bisschen verdeutlichen, diese Personalarbeit. Klassische Mittelstand läuft ja so irgendwie, die machen eine Stellenanzeige, dann kommen irgendwie 10, 20 Bewerbungen, da werden 5 zum Gespräch eingeladen, 3 fliegen raus und dann sind da noch 2 und einen davon muss man dann nehmen. Und da sieht man an diesen Zahlen, dass das meistens nicht gut geht. Für die Dauer, das hätte ich auch nie gedacht, ich war neulich auf so einem Personalmanagement-Kongress und dann haben die mal gesagt, was schätzen Sie, wie viele Wochen das dauert, einen Mitarbeiter zu finden? Und dann haben sie gesagt, 12 Wochen, habe ich gesagt, niemals, und dann haben sie es vorgerechnet und ich habe gemerkt, oh, 12 Wochen ist ganz schön knapp, das ist eine relativ knappe Kalkulation. Ich habe ja gerade das passende Beispiel schon gesagt, zum Beispiel schwanger oder jemand kündigt oder. Ich weiß aber nicht, dann kommt man sehr schnell in die Bedrohung. Wer kennt denn Unternehmer, die fast jede Stelle mal eben neu besetzen können? Also das Thema, wer hat denn im Unternehmen schon eine Ersatzbank? Also wir natürlich nicht im Mittelstand, aber beim Fußball ist es jedem klar, wenn eine Fußballmannschaft zum Turnier fährt, ihr habt viel mehr Ahnung vom Fußball als ich, bin kein Fußballfan, aber selbst ich weiß, wenn die mit 11 Leuten spielen müssen, dann kommen die nicht mit 11 Leuten. Und ich glaube, die Profis sind sogar zweifach doppelt besetzt und im Unternehmen, da sieht es oft trostlos aus. Und das Problem ist, wenn man mal wen braucht, ich kann das auch aus meinem Unternehmerkreisen, hoffnungslos, dass man mal eben einen guten Mitarbeiter findet und dann schon gar keinen A-Mitarbeiter. Darum, spielt mit Ersatzbank. Und jetzt suche nach regelmäßig und kontinuierlich. Ich fand den Gedanken irgendwie komisch. Warum sollst du suchen, wenn du nichts brauchst? Eben weil, wenn du was brauchst, dass du dann einen Pool hast von Mitarbeitern, die, wo du sagen könntest, ja. Also wir machen das tatsächlich so. Ihr werdet gleich, ich mache diese Vorbereitung gleich, weil ihr werdet sehen, ich zeige gleich die
Zeiten für eine Stelle und die Anzahl der Bewerbungen, die wir dafür bekommen, wo ihr sagt, das ist doch viel zu hoch. Aber vor dem Hintergrund, dass man mehr braucht, ist das gar nicht so. Es sind nämlich, wir haben das mal aufgelöst, wir suchen für eine Stelle kontinuierlich das ganze Jahr und dann kriegen wir ungefähr 360 Bewerbungen auf eine Stelle. Aber vor dem Hintergrund, dass da nur wenig A-Mitarbeiter dabei sind und wir nur A-Mitarbeiter einstellen, ist das tatsächlich gerechtfertigt. Wenn jetzt irgendeiner dabei sagt, das ist ein bisschen viel, wir würden nur ein halbes Jahr suchen, dann teilt die Zahl durch zwei. Aber es ist wirklich viel Arbeitsaufwand. Jetzt haben wir mal ausgerechnet, was das an Zeit kostet. Für eine Stelle verbringen wir wirklich 3 Wochen im Jahr. Und jetzt haben wir, in diesem Jahr haben wir schon 4 Stellen live, weil wir auf wirklich 4 Positionen suchen. Und ich habe das mal kalkuliert, wie das dann aussieht. Und das ist eine ganze Ecke mehr. Das heißt, das sind 48 Kalenderwochen normale Arbeitszeit. Das ist eine klassische Personalarbeiterstelle. Und wie gut Personalarbeiter, das sind die Arbeitgeberkosten für eine Personalstelle. Das ist echt knackig. Das ist viel. Und das haben die meisten gar nicht so auf dem Radar. Und wir sind ja wirklich, wir haben ja noch eine überschaubare Größenordnung mit unserem Betrieb. Ich habe jetzt, das ist ja das Tolle, unsere Mandanten sind alles Hausverwaltung und zum Teil auch größere. Das heißt größer, wir haben jetzt einen Kunden, der hat 80 Mitarbeiter. Und ich bin dann immer relativ leicht gut mit dem im Gespräch. Und dann klagt er, oh, das ist Personalarbeit, wir müssen eine Personalerin eingestellt. Und da kann man diese Themen natürlich super platzieren. Und ich grinse immer, wenn die so erzählen, das ist natürlich für mich die Steilvorlage. Das Lustige ist, so lustig ist das gar nicht, aber es schließt sich an diesem Bild irgendwie an, wenn man den Mitarbeiter, muss man den erstmal finden, muss erstmal die richtigen Bewerbungen kriegen und dann ist der neue Mitarbeiter da und wer kennt es nicht aus seiner täglichen Praxis, Mist, morgen fängt der neue an, steht der Schreibtisch, haben wir einen Computer, was ist eigentlich mit diesen ganzen Sachen, wer soll den jetzt einarbeiten, was ist mit Krüger, Krüger ist doch im Urlaub, Mist, dann soll Meyers machen, Meyers ist doch krank, ja, kommt er doch zum Chef, nee. Das ist wirklich ein Problem und ich habe das nicht ganz freiwillig gemacht, was ich hier mache, nämlich das war mein Problem. Und ich hatte ein Jahr, das war auch nicht so personal gut, habe ich ja gesagt, da haben wir die ganzen B- und C-Mitarbeiter eingestellt und ich hatte es schon, dass ich so sage, aber ich hatte es echt, ich war richtig, ich mochte das nicht, jedem Mitarbeiter immer wieder neu zu erklären, wer sind wir, was machen wir, was sind unsere Kunden, warum sind die Hausverwalter so, wie Hausverwalter sind, die ganzen Fachspezifikas, das Vokabular, das war einfach. Da habe ich schon ein bisschen vorweggenommen hier. Onboarding, genau. Und das kostet verdammt viel Zeit. Und ihr glaubt gar nicht, gerade wenn ihr branchenfremde Mitarbeiter habt, das kann auch eine Philosophie sein, ist auch gar nicht schlecht, aber die kosten halt auch mehr Zeit in der Einarbeitung. Und die rauben auch den Zeit den Kollegen. Ne? Und wir haben auch festgestellt, dass die Mitarbeiter können sich das meistens gar nicht merken. Ein tolles Beispiel kennt jeder, der erste Tag im Büro, Chef führt einem durchs Büro, stellt einem die 40 Kollegen vor, jeder sagt seinen Namen und seinen Bereich, ihr setzt euch wieder am Platz, wisst nicht mehr einen Namen. Und das ist bei der Einarbeitung eigentlich ähnlich. Und insbesondere dann, wenn es durch eine Führungskraft passiert, dann trauen sie sich nicht nachzufragen und. Also wie oft habe ich es erlebt, dass ich irgendwie was gezeigt habe und am nächsten Tag wurde wieder der Kollege gefragt, wo ich dachte, Was wir auch ganz krass haben an diesem Beispiel, oder was man ganz klassisch ganz krass hat, bei der Einarbeitung hat man den sogenannten Stille-Post-Effekt. Ich sage mal, ich zeige einem Mitarbeiter was, der zeigt einem Mitarbeiter was und der zeigt einem Mitarbeiter was und dann stehe ich auf einmal daneben nach dem 3-mal und denke, hä, was sind denn das für Prozesse so? Und dann natürlich noch so Themen, die eigentlich keiner gern erklären will, aber irgendwie erklärt werden müssen. Krankmeldung, Dresscode, Urlaubsantrag. Wie melde ich mich am Telefon? Kann ja eigentlich nicht so schwer sein, denkt man. Und dann, ja, oder Müller? Also wo ich sage, nee, und das reicht auch nicht, wenn es irgendwo steht, das muss man halt vormachen. Also haben wir ein Video, wie melde ich mich am Telefon? Oder Warteschleife, ne? Kurz verbunden, sind Sie noch dran? Wo ich sage, ey, frag nicht, sind Sie noch dran? Los, ist der noch dran? Also haben wir natürlich Sprachregelung, aber wie kriegt man das beigebracht? Ja, und da diese Themen keinen Spaß machen, wer erklärt schon gern dem Kollegen, wie er sich am Telefon melden soll, sagt der Kollege, Chef will übrigens hier, du sollst irgendwie sagen, die IVM, Sie sprechen mit, ich mache das immer so. Also man hat häufig eine oberflächliche Beschäftigung und das macht natürlich einen krassen Qualitätsverlust. Nächstes Thema, ähnlicher Couleur. Man entwickelt sich ja ständig weiter, wir wollen immer mehr Umsatz machen, dann muss ja auch das Unternehmen weiterentwickeln und auch die Mitarbeiter. Und Marius hat vorhin schon so gesagt, Mitarbeiterressource ist die wichtigste Ressource. Also ja, Umsatz ist natürlich auch wichtig, aber wenn man nicht die richtigen Mitarbeiter hat, die den Umsatz entweder generieren oder auch dann den Umsatz, also den Auftrag in einen Umsatz verwandeln, dann hat man halt ein Problem. Und das wird häufig unterschätzt.
Und jedes Unternehmen, was nicht wächst, stirbt. Und so ist es auch bei den Mitarbeitern. Und ihr kennt das nur, weil jemand sagt, ich mache das schon 20 Jahre so. Heißt ja nicht, dass er es gut macht. Er macht einfach eine Sache 20 Jahre. Man muss mal überlegen, ist das wirklich so gut? Und wir hinterfragen uns zum Beispiel, wir machen mal Team-Meetings und da kommt sowas auch zur Sprache. Und wir fragen mal, was möchten wir mehr machen und was möchten wir nicht mehr machen? Das ist eigentlich noch die viel interessantere Sache. Und da kommen Sachen hoch. Frage ist, wie kriegt man es dann direkt ins Team? Was waren da unsere Herausforderungen? Das ist eine generelle Herausforderung. Das Wissen verdoppelt sich immer schneller. Und ihr merkt das ja, es gibt immer wieder neue Themen. Und jetzt gibt es so eine Chatbots, sind total bloß. Wie kriegt man diese ganzen Themen, was das ist und wie wir das verwenden können und was uns das bringt, in die Mitarbeiterschaft? Ne? Und ich habe auch gemerkt, dass Mitarbeiter, nur weil man irgendwie, wir haben auch ein Handbuch gemacht und der Mitarbeiter unterschreibt auch, dass er das Handbuch liest und wir haben auch so eine Nachricht, der sieht immer, wenn was Neues ist, aber wer denkt, dass die Mitarbeiter das freiwillig lesen, das ist schon schwierig. Aber ich selber lese dummerweise auch nicht gerne Handbücher, aber darum haben wir ein tolles Beispiel gemacht, ich nehme es gleich schon mal vorweg, wir schicken halt Videos, ich freue mich ja sogar, wenn das Clicktip-Team Videos rausschickt zu Themen, die mich eigentlich nicht interessieren, ich gucke halt gerne diese Videos. Ne? Wo ich so denke, also das haben wir halt übernommen. Die Art der Wissensaufnahme ist entscheidend, das meine ich damit. Also per Video haben wir gemerkt, ist halt, da gucken die Leute Themen auch mehrfach, nur weil sie das Video und die Art und Weise einfach gut finden. Wir müssen uns immer weiterentwickeln und das macht aber keiner. Ich meine, ihr seid ja heute hier, klar, dass ihr das macht, aber schaut mal in euren Freundeskreis. Wer geht denn da auf Seminare? Wer gibt denn da 1.000, 2.000 Euro für ein Seminar aus, plus Hotel und? Unter 5% der Deutschen sagen die Studien. Und ich glaube, das ist noch so, weil die Wissensaufnahme relativ schwierig ist. Darum ist das wichtig und ihr kennt das vom Rudern. Wer aufhört zu rudern, schwimmt zurück. Wer aufhört, besser zu werden, hat aufgehört, gut zu sein. Ne? Ja, dann gehen wir noch mal gleich vielleicht schon zur Lösung über. Also die Lösung, wie kann man das ganze Thema beheben? Ich habe es ja vorhin schon gesagt, das ist vielleicht ein guter Moment, um mich mal vorzustellen. Ich bin Dirk Becht, bin Gründer und Geschäftsführer von meinen Schadenmanager. Wir sind ein Spezialversicherungsmakler, der bundesweit für unsere Mandanten, das sind alles Hausverwaltungen, und für die versichern wir Gebäude, sodass die im Ernstfall rundum sorglos abgesichert sind und machen auch das gesamte Schadenmanagement im Schadenfall. Wer sich das noch nicht so richtig vorstellen kann, wir haben zum Beispiel gerade eine neue Hausverwaltung, die hat 3.500 Wohnungen. Diese 3.500 Wohnungen versichern wir. Und dann passieren da regelmäßig Gebäudeschäden. Klassischer Schaden ist Leitungswasserschaden. Und nur, dass jemand eine Größenordnung mitbekommt, also ich frage mich, ja, und wie oft passiert da ein Schaden? Die haben 270 Schäden im Jahr. Also da kracht es richtig. Und das war nur ein Kunde von vielen. Das heißt, da ist wirklich, wirklich Druck auf der Leitung und wenn ihr einen Gebäudeschaden habt, das tropft durch mehrere Etagen, könnt ihr euch vorstellen, da ist richtig Zucht drauf. Und da brauchen wir Mitarbeiter, die sich da auskennen. Ich habe vor 3,5 Jahren gegründet, wir sind jetzt ein Team, sind jetzt 7 Mitarbeiter und konnten uns nicht dagegen wehren, dass unsere Geschäftsidee so gut war, dass wir schon 2-mal ausgezeichnet wurden als einer der besten Makler des Jahres. Und insgesamt habe ich schon 11 Leute eingestellt, 7 sind davon noch da. Und darum habe ich mich intensiv mit dem Prozess beschäftigt. So. Und was haben wir konkret getan? Mir ging das ziemlich auf den Nerv. Ich habe mich mit einem Kollegen zusammengetan, der ein ähnliches Problem gehabt hat. Und wir haben erstmal überlegt, wir haben so einen kleinen Workshop gemacht und haben überlegt, was ist eigentlich das Problem? Wie können wir da rangehen? Wo wollen wir eigentlich hin? Dann haben wir mal geguckt, wer muss eigentlich was tun? Und haben so einen Zeitplan geschmiedet, wenn sich die Leute bei uns bewerben, wie können wir das Ganze irgendwie managen? Und dann haben wir ein Konzept geschmiedet und das auch schon gleich in eine Klicktipp-Kampagne gegossen. Und haben dann ständig geguckt, wie werden die Mails geöffnet, wie reagieren die Bewerber, was bekommen wir für Rückinfos, was für Fragen bleiben noch offen. Und das war sehr, sehr interessant, weil wir auch relativ viele Rückinfos auf die Mails kriegen, die wir verschicken. Und dann haben wir das Ganze natürlich noch feingeschliffen und optimieren eigentlich ständig. Ich glaube, das ist auch ein Prozess, der niemals irgendwie aufhören wird. Und jetzt möchte ich mit euch direkt ans Eingemachte gehen und euch das direkt zeigen. Und Ziel war wirklich, wie kann man das vom Aufwand fürs Unternehmen so klein halten wie möglich, weil ich kann euch mal sagen, wenn wir eine Stellenanzeigeschaltung kriegen, 100 Bewerbungen, dann möchten wir so zwischen 5 und 10 möchten wir da von den nächsten Schritt gehen. Also ihr merkt schon, das sind Zahlen, aber was machst du mit den 90? Ne? Und die kannst du nicht mehr händisch irgendwie beantworten oder irgendwas schreiben. Und dann wollten wir diese 90, so sage ich jetzt einfach mal 90, wollten wir aber auch so umsorgen, dass die sich irgendwie, dass es fair ist, dass die das gut finden und dass die irgendwie auch ein gutes Empfinden haben. Ihr habt es im Vorredner schon gemerkt,
mit den Fitnessstudios, die wollen einfach ein gutes Gefühl erzeugen beim Bewerber. Komischer quasi Ansatz, aber macht durchaus Sinn, wenn man länger drüber nachdenkt. Achso, vielleicht noch auch eine Vorbemerkung. Ich bin übrigens auf den ganzen Prozess gekommen. Ich habe Klicktipp gesehen, habe gesagt, wow, damit kann man Kunden generieren. Ich möchte mehr Kunden, mehr Interessenten zu Kunden machen. Und habe dann gesagt, ja, wie mache ich das? Habe mich dann nicht getraut, an die Interessenten das rauszuschicken. Und habe dann gedacht, mach es doch erstmal mit Bewerbern. Sind ja quasi irgendwie auch Kunden. Und wenn du eine falsche E-Mail rausschickst, ist das nicht so schlimm. Wie bei Interessenten, da verbrennst du ja was, aber beim Bewerber verbrennst du ja nichts. Das ist auch uns passiert bei einer Kampagne. Ich bin noch im Roundtable und da haben wir eine 60-Jahr-Feier und ich halt dann an alle Bewerber rausgegangen. Aber das ist nicht schlimm. Bei Interessenten ist das irgendwie anders. Also, und wir hatten dann das Ziel, dass beim Nichtstun der Bewerber zum Fan wird und wir haben dann uns ausgedacht, der Bewerber soll relativ schnell eine Eingangsbestätigung bekommen, wie im richtigen Unternehmen und dann auch von der Personalabteilung, das kann man ja bei Clicktip Enterprise, bei Clicktip auf jeden Fall irgendwie einstellen, das ist, funktioniert sehr gut und dann bekommt er eine Zwischenstandsmeldung und bei der Zwischenstandsmeldung steht dann auch drin, also bei der Eingangsbestätigung steht auch nur drin, hallo, wir haben Ihre Bewerbung erhalten, in Kürze wird sich jemand bei Ihnen melden und dann haben wir das so eingestellt, dass 2 Tage später, ich glaube um 10 nach 10, das ist übrigens, 10 nach 10 ist übrigens die Zeit, wenn ihr mal auf eure Uhr schaut, wo dann Smiley ist. Das ist eine ganz schöne Zeit, müssen wir mal gucken, in Katalogen und so. Um 10 nach 10 kriegt er dann die Zwischenstandsmeldung, wo wir reinschreiben, vielen Dank für Ihre Bewerbung, wir haben so viele Bewerbungen bekommen, wir brauchen noch ein bisschen Zeit zum Sichten und Mensch, wie geht's weiter? Wir sind übrigens weg vom Gespräch, kann ich an dieser Stelle auch mal sagen, es gibt kein Vorstellungsgespräch. Wir haben gesagt, der nächste Schritt ist dann ein Telefoninterview, das kann schon in den nächsten Tagen sein und dann senden wir Ihnen noch Informationen zum Unternehmen und sagen, hey, und wenn du mal wissen möchtest, ist fürs Gespräch übrigens auch wichtig, da stellen wir dir ein paar Fragen zu dem Video, guck doch mal auf unseren YouTube-Channel, da gibt es ein Interview mit dem Herrn Becht und like doch unsere Facebook-Seite noch, dann hast du auch Vorteile und ihr glaubt gar nicht, seitdem wir das machen, wie viele dann das liken und dann auch im Gespräch vorbereitet sind und ich sehe dann nur Like und dann gucke ich so, ah ja, der Name hat sich so irgendwie beworben, das ist schon witzig. Also ich habe noch eine kleine Sache, ich war neulich beim Rewe, das ist nichts Besonderes und dann sagt irgendwer, hey, Sie kenne ich, das ist auch noch nichts Besonderes, aber dann dachte ich, ja, ich komme ja häufiger zum Rewe, es war im Rewe Getränkemarkt und dann sagt er, nee, ich kenne Sie aus YouTube, ich so, weil ich habe kaum, nicht so viele YouTube-Videos, und sagt, doch, aus YouTube, sag ich, ich habe mich bei Ihnen beworben, Sie sind doch hier der mit der Immobilienversicherung, sag ich, ja, 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 also es wird wirklich geschaut und es wird geklickt und er liked uns jetzt auch immer, ist Fan, ich sage, ja, bleiben Sie weiter Fan. Das ist wirklich, vielleicht kommt bald die Stelle. So, wenn es jetzt doch weitergeht und die 90 haben wir quasi in den Prozess, aber ein paar wollen wir wirklich sehen, dann laden wir die jetzt ein zum, früher haben wir es gemacht, zum Telefoninterview, da sind wir jetzt übergegangen zum Skype-Interview. Weil wir haben auch gemerkt, Telefoninterview ist schön, aber Bild ist doch nochmal was komplett anderes. Und ich habe es zu häufig erlebt, dass die Leute eine gute Bewerbung schicken, Telefoninterview war okay und im Bewerbungsgespräch denkst du dann auf einmal so nach 7, 8, 9 Minuten, wie kriege ich die restlichen 50 Minuten noch um? Wir haben mal gesagt, eine Stunde, wo du denkst, nee, das möchte ich nicht mehr. Und wir sind ein Makler 4.0, das heißt, wir sind komplett digital und ich möchte auch, dass die Leute irgendwie digital drauf sind. Ne? Und dann habe ich gesagt, sollen sich doch einfach Skype installieren. Und wir hatten jetzt, diesen Monat hatten wir schon 5 Skype-Interviews und ich frage jeden Bewerber, hatten Sie vorher Skype? Nee, habe ich mir extra installiert. Und also wo man es schon so merkt, die sind bereit, die machen das, die schaffen das und von 5 ist es übrigens einer, der irgendwie eine gute Ausrede dann parat hat, warum das nicht geht, aber das ist auch okay, dann führen wir halt ein Telefonat. Aber das ist toll. Und ihr werdet auch sehen, wie die vorbereitet sind. Kann ich mit jedem ans Herz legen, wie die vorbereitet sind. Manche sitzen im Kapuzenpulli da, wo ich denke, oh, danke. Und manche sitzen da, schönen Hintergrund und Bluse an. Und also wirklich, wirklich toll. Man sieht das gleich. Und ich finde Bild und Ton zusammen, also dann, wir hatten kaum Gespräche, die nach dem Skype-Interview nicht gut waren. Und wir sagen, es dauert maximal 10 Minuten, sind ungefähr 3 Fragen. Es funktioniert hervorragend. Und neulich, also wenn es länger dauert, dauert es halt länger. Ne? Aber es dauert wirklich nicht lange, wenn wir ein bisschen Futter fürs Gespräch noch lassen. Wir laden, also ein bisschen vorweggenommen, wir laden zum Gespräch ein, bucht ihr das nicht, gibt es natürlich eine Erinnerung an die Terminbuchung und wenn es dann sogar zweifach und wenn es das dann auch nicht ist, dann bekommt jeder dann wieder, also die grauen Sachen sind halt optional und dann die professionelle Absage gibt es dann natürlich für jeden. Und ich kann euch sagen, selbst bei der quasi Absage, wir sehen ja, wer hat es geklickt, selbst da klicken noch welche drauf und liken uns, weil die halt sehr nett formuliert ist und die kommt schnell. Und das finde ich auch den größten Vorteil. Weil die kommt schnell, weil wir möchten halt
ich glaube, nach 14 Tagen, 10 oder 14 Tagen kommt die, weil wir sagen halt, wer sich bei uns bewirbt, der soll auch schnell eine Rückinfo bekommen und das finden die eigentlich gut. Die haben so eine gewisse Sicherheit dabei. Und wir sagen dann noch, hey, diesmal hat es nicht geklappt, es geht glaube ich so los, dass wir sagen, wir sind jetzt schon mit 3, 4 Bewerbern so weit im Gespräch, dass wir wahrscheinlich einen davon nehmen werden und möchten dir jetzt an dieser Stelle schon die Gelegenheit geben, bewirb dich doch lieber schon irgendwo anders. Das sieht nicht so aus, als das klappt. Du hattest ja weder ein Skype-Interview noch. Und bleib doch trotzdem Fan, da posten wir unsere Stellenanzeigen und dann klicken die auf Gefällt mir und freuen sich immer, wenn eine neue Stellenanzeige kommt. Und die haben auch wirklich wieder eine neue Chance. Also wir schauen das ja nochmal quasi an. So, wie kann sowas aussehen? Ich habe das mal mitgebracht. Ihr kennt die Kampagnen, das ist noch der Start. Wir arbeiten mittlerweile daran, wenn sich Bewerber zweimal bei uns bewerben, dass wir das auch anders tracken. Und was ich jetzt besonders interessant finde, man braucht in dieser Kampagne, was meint ihr, was müsste man tun, wenn der nicht so gut ist? Gar nichts. Nix. Und ihr kennt das vielleicht, ihr seid unterwegs, auch wie jetzt, dann kriege ich eine Bewerbung, gucke die so durch, denke, das passt nicht, das passt nicht, das passt nicht, nee. Also schiebe ich sie einfach weg und er kriegt dann automatisch, kommt er in diesen Ablauf. Ich muss gar nichts tun. Und nur, wenn ich den gut finde, dann gebe ich dem einen Tag. Das mache ich noch manuell und der heißt einfach zu Skype einladen oder wie ihr das auch immer benennen möchtet. Und dann bekommt er automatisch eine Einladung. Hey, wir haben deine Bewerbung gesichtet und bitte vereinbar doch einen Termin. Ich habe es vorhin schon gehört, Terminpilot, mit denen arbeiten wir auch zusammen. Mein Vorredner hat das schon gesagt, also das klappt hervorragend. Bucht er nicht, dann sehen wir das, dann kriegt er nochmal eine quasi Erinnerung. Wenn er dann den Termin bucht und hat den Termin gebucht, kriegt er mal schön, dass du einen Termin gebucht hast und dann kriegt er wieder neue Vorbereitungen. Wir schicken jetzt mittlerweile auch eine Vorbereitung, dass er sich aufs Gespräch vorbereitet und stellen ihn auch Fragen, die er dann im Gespräch beantworten muss. Und könnt ihr euch vorstellen, wenn wir mit diesen Worten fast das Gespräch eröffnen und jemand sagt, nee, bin ich nicht dazu gekommen, nach irgendwie 2 Wochen Vorbereitungszeit, was das für einen Respekt hat und wie schnell dann das Bewerbungsgespräch zu Ende sein könnte. Wir haben festgestellt, wir fragen das auch tatsächlich, wie finden Sie das? Und die Bewerber finden das super, dass sie frühe Rückinfos bekommen. Wir schicken ihnen auch sogar den konkreten Ansprechpartner zu der Stelle mit der Telefonnummer und der konkreten E-Mail. Was mich ein bisschen enttäuscht, dass keine Sau das benutzt und nie irgendwie anruft. Vielleicht sind die Mails so gut, aber die rufen gar nicht irgendwie an. Also bei 100 Bewerbungen haben wir vielleicht 1 bis 2, die mal zum Hörer greifen. Ich finde das schade, weil ich habe auch die Leute, die dann zum Hörer greifen und sagen, warum habe ich noch nicht oder wie kann es weitergehen oder warum habe ich die Absage bekommen. Dann schaue ich auch tatsächlich rein in den PC, gucke die Bewerbung und sage, also ganz ohne Fachkenntnis. Und dann habe ich auch schon mal den einen oder anderen tatsächlich wieder zum Gespräch eingeladen. Ne? Aber das ist leider sehr, sehr selten. Schade für die Bewerber. Konkrete Ansprechpartner bekommen Sie genannt, habe ich euch schon gesagt. Und Sie bekommen echt wissenswerte Informationen und die Gespräche sind wirklich, die sind nicht irgendwie ein bisschen besser vorbereitet, das sind Gespräche auf einem völlig anderen Niveau, das ist echt gut. Und die stellen auch Fragen, ihr merkt das ja am meisten, klassisch, was haben Sie noch für Fragen? Und meistens kommt der ja gar nichts Gescheites. Und was ich gerade schon gesagt habe, die Absagezeit, die ist einfach so knapp, ich kenne das ja selber aus der Akquise, also ich habe lieber einen Kunden, der mir relativ, oder einen Interessenten, der mir relativ schnell sagt, warum er das nicht interessant werden möchte, als wie diese Interessenten, die immer sagen, ja, wir brauchen noch Zeit, rufen Sie später mal an, das ist ja beim Bewerben nichts anderes. Das finden die auch gut. Und es motiviert die tatsächlich, habe ich ja aber, glaube ich, auch schon ausführlich erklärt, warum das so ist. Und wir bekommen nach und nach immer mehr Klicks und sehen halt auch den Traffic und der Traffic ist ganz gut. Das heißt, wir sehen sogar, die liken unsere Folgebeiträge. Hätte ich auch nicht gedacht, aber. Und die nehmen das als quasi anders wahr. Für den Arbeitgeber, warum ist das für die Firma an sich gut? Natürlich, weil der Bewerber eine gute Erfahrung macht. Ich werde im Supermarkt jetzt irgendwie anders angesprochen. Mehr qualifizierter Traffic auf der Seite. Das heißt, die Klicks, die wir dadurch kriegen, können wir natürlich auch verwerten, kriegen auch bei Facebook, so glaube ich zumindest, bin jetzt kein Facebook-Experte, aber wir kriegen halt mehr Klicks. Ich glaube, dann ist es vielleicht das Ranking besser. Und diese Prozessoptimierung spart natürlich viel Zeit und viel Nerven. Und ich kann euch sagen, das Größte ist eigentlich diese Beschäftigung damit. Dann kommt eine E-Mail rein und sagst, oh, jetzt wieder eine Absage schreiben oder dies oder das. Das entfällt komplett. Genau, das sind diese unliebsamen Tätigkeiten. Und das ist wirklich, so wie Mario das immer so schön sagt, ein Qualitätsgewinn. Man hat viel mehr Zeit, ich habe es euch ja vorgerechnet, auf eine Stelle 3 Wochen im Jahr. Das ist definitiv spürbar. Und das ist auch nicht so schwierig umsetzbar. Jetzt, wie sieht das aus bei der Einarbeitung?
Wir haben ja schon geschildert, das ist relativ problematisch und auch da haben wir jetzt einen Weg gefunden, wie ich nicht das immer machen muss. Und wir hatten dann eine ganz klare Zielsetzung, nämlich die Zielsetzung war, wie bekommen wir alle Mitarbeiter so schnell wie möglich auf Flughöhe mit der Durchdringung, mit dem Timing, Know-how, mit dem Qualitätssicherung und den Ressourcen schon. Ich bin eigentlich kein Freund von Vorlesen, aber wir wollten wirklich, dass alle Mitarbeiter, also egal welche Stelle, auch dieses allgemeine Wissen haben und auch zur richtigen Zeit. Also wir machen es heutzutage so, dass ich weiß zum Beispiel jetzt, dass am 1.12. jemand startet und dann kriegt er um 9.30 Uhr die erste Mail, ne? Mit herzlich willkommen und dann kriegt er um 11.30 Uhr die zweite Mail. Und da wird halt vorbereitet, herzlich willkommen, Sie fragen sich jetzt, warum ein Video und dann erkläre ich, warum wir so eine verrückte Einarbeitung haben mit Videos. Ich kann euch übrigens sagen, die Resonanz, wir hatten neulich eine, formuliert so eine lebenserfahrene Dame und die hat gesagt, was, mit Videos? Und dann saß sie erstmal so da, das kann ich mir nicht vorstellen. Und wir machen natürlich nach der Einarbeitung, eine Befragung und einen Fragebogen und ich hätte nie gedacht, dass die sowas sagt. Sie hat gesagt, das war die beste Einarbeitung, die sie je gehabt hat. Und was heißt Timing in der vorgegebenen Zeit? Es ist sichergestellt, dass wenn die Kampagne vorbei ist, dann kriege ich eine E-Mail und weiß, jetzt weiß er alles. Also theoretisch so. Und das ist cool. Das ist also dieses Klassische, was ihr früher so gehabt habt, ihr habt jemanden eingestellt und hofft, dass euer neuer Vertriebler nach 6 bis 12 Monaten so langsam auf Flughöhe ist und ungefähr weiß, wie wir mit den Kunden, braucht er nicht mehr. Wenn nach, sagen wir mal, 2 Monaten ist die Kampagne durch, ihr habt ihn alles quasi erklärt, hat er noch 2 Monate zum Trainieren und Üben, dann muss aber nach 4 Monaten irgendwas kommen. Dann könnt ihr vor der Probezeit, wisst ihr genau, was ist Tango. Wir haben zum Beispiel auch ein 45-Tages-Ziel. Also man muss das wirklich hart, weil sonst, wenn Probezeit vorbei ist, es wird nicht leichter. Und das ist wirklich wichtig, auch für die Bewerber. Also wir überlegen jetzt auch schon, wie wir die Bewerber früher mit rannehmen, was wir quasi erwarten. Weil nicht, dass die sich irgendwas Falsches vorstellen. Aber es kommt eigentlich ganz gut mit unserem Schnuppertag. Wir machen einen Schnuppertag bei uns und dann können die schnuppern und wir beschnuppern die, die beschnuppern uns. Und alle relevanten Sachen, es werden zig Sachen normalerweise vergessen, das ist jetzt die... Der Garant, die Sicherheit, dass eigentlich nichts mehr vergessen werden kann. Darum ist das ein riesen Qualitätsgewinn. Und was ich eigentlich fast das Schlimmste finde bei diesen ganzen Einarbeitungsthemen, dass die Kollegen genervt werden. Ne? Also wer kennt das nicht? Neuer Kollege und der fragt dann immer, ja, Fragen ist ja gut, sagt man, aber der nervt den neuen Kollegen halt. Oder nee, der nervt den erfahrenen Kollegen mit den ganzen Fragen. Und der ein oder andere Mitarbeiter muss sich auch Sachen 2-mal angucken oder 3-mal angucken, ist ja auch nicht schlimm, aber soll halt bitte nicht 3-mal die Kollegen von der Arbeit abhalten. Und ihr wisst ja selber, wie viel Zeit das raubt, wenn man aus der Arbeit rausgerissen wird. Ich glaube, es gibt so eine Studie, also wenn man gerade irgendwie tief in so einem Thema drin ist und man erklärt jemanden anderen kurz was, dann braucht man seelisch 7 Minuten wieder, um reinzukommen. Stellt euch mal vor, mehrere neue Kollegen, was das für ein Zeitverlust ist. So, und jetzt mal die spannende Frage. Was meint ihr, wenn ein neuer Mitarbeiter in einem Unternehmen anfängt, jetzt möchte ich eure Meinung mal haben, und nur zu den allgemeinen Themen, also ich sage jetzt mal Dresscode, wie melde ich mich am Telefon, Arbeitszeiten, die jeder Mitarbeiter wissen muss, wie ist der Firmenslogan, wie viele Punkte sind das so? Ruft mir mal was zu. In den 30, 100, 40, 20, ich habe selber beim ersten Mal, habe ich so gesagt, Mensch, ich muss jetzt erklären, Arbeitszeit, Kaffeeküche, bin auf 10 Punkte gekommen, dann waren es 20, dann habe ich mich mal ein bisschen hingesetzt und überlegt und dann habe ich auch mal mitgeschrieben. 150, genau, 150, ich kann euch sagen, da ist auch kein Punkt zu viel. Also das sieht jetzt ein bisschen, das ist unsere Mindmap. So, und jetzt ist ja die Frage, vielleicht sind es bei euch auch nur 100, ich bin mir aber sicher, im Konzern sind das viel, 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 viel mehr. Und wie kriegt ihr das in das Bewusstsein des Bewerbers, auch zu dem Zeitpunkt, wo er es braucht? Und das ist definitiv nicht am ersten Tag. Das ging relativ schnell zusammenzuschreiben. Ich dachte, das dauert Jahre, auf gar keinen Fall. Ich glaube, ich hatte nach 3 mal 15 Minuten, hatte ich, glaube ich, 120 Punkte zusammen. Da haben sich jetzt ein paar ergänzt. Ich nehme mal nur einen Punkt raus, dass ihr mal so eine Vorstellung habt von meiner Mindmap da, was das sein könnte, nämlich die ganzen Qualitätsprinzipien. Ich finde es schon gut, wenn der so weiß, was ist unser Firmenslogan. Und ich finde schon gut, dass er weiß, wir haben ein Handbuch und wofür ist das Handbuch und. Das ist wirklich nicht so viel, aber es ist halt sichergestellt, dass der Bewerber das
nach 2 Wochen drauf hat. Nämlich wie? Wir haben dann zu jedem dieser Themen, also wir hatten dann 150 Punkte, haben das in 10 Blöcke geteilt. Das sind ungefähr 15 Stichpunkte. Und ihr müsst jetzt selber zugeben, ein Handbuch schreiben für 150 Stichpunkte. Aber wenn deine Firma ist, dich kurz vor die Kamera zu setzen und diese 15 Stichpunkte mal kurz runter zu quatschen, das fällt jedem relativ einfach. Und das war auch sehr, sehr schnell. Sehr, sehr schnell möglich. Und das bringt die Mitarbeiter auf Autopilot. So. Also wir haben eine Videokampagne gemacht, die muss jeder durchlaufen, der bei uns anfängt, egal was er macht, zu den grundlegenden Themen. Dann gibt es auch Tests und Kontrollen. Das heißt, wir testen natürlich, wir sagen auch, bitte nehmt den Zettel und Stift. Wir haben übrigens gerade eine Mitarbeiterin und die hat komplett alles mitgeschrieben, wo ich dachte, wow. Also das war wirklich cool. Und dann gibt es auch eine Kontrolle, wir haben das anfangs offen gemacht, mittlerweile machen wir es mit einem WUFU-Formular, das heißt, man kriegt auch gleich die automatisierte Berichterstattung. Führt ihr denn diese Kontrolle nicht aus, gibt es wieder eine Mail, bitte macht die Kontrolle. Wir haben eine natürlich spezielle Themenkampagne, das heißt, wenn jemand in der Schadenabteilung anfängt, kriegt er auch noch zusätzlich eine Schadenkampagne, kriegt er 2 Mails am Tag. Automatisiertes Feedback, das ist mir ganz wichtig, und kontinuierliche Weiterentwicklung. Weil wir kriegen dann noch jedes Mal, ich schreibe jedes Mal rein, ich wäre total enttäuscht, wenn du jetzt nichts findest, was wir besser machen können. Und jetzt die spannende Sache, wir haben das ja probiert und ich habe damit erst ein Jahr. Wir haben dann nach 6 Monaten mal gezählt, wie viele Videos wir haben. Wollt ihr auch mal kurz, also es sind keine 150 Videos. Wollt ihr mal kurz schätzen, wie viel? Habt ihr noch mal ein paar Zahlen für mich? 60, na 250 nicht. So viel Prozess haben wir nicht. 50, sehr gut, sehr gut. Wir haben das mal dann geclustert und das ist unsere Videoübersicht. Das heißt, wir haben hier oben so ein Maklerverwaltungsprogramm. Da sind natürlich sehr viele Videos, aber ihr seht schon, insgesamt haben wir jetzt 105 Videos nebenbei erstellt und haben über 1000 Minuten. Das sind übrigens 16 Stunden, also ist auch gar nicht so viel. Und es ging wirklich leicht und wir drehen relativ schnell Videos. Wir haben jetzt so ein Verfahren, sieht relativ klicktippig aus. Und also wir haben so eine kleine Maske, wo man das auch schön sieht. Und das geht aber mittlerweile so flink. Also wenn ich jemandem was erkläre, es dauert 5 Minuten, dauert ein Video vielleicht 7 oder 8 Minuten. Das geht wirklich, das dauert wirklich nicht lange. So, wir wollten es eigentlich ein bisschen besser machen, hätte mein Vorredner wahrscheinlich gesagt, aber wir machen es nicht ein bisschen besser, sondern wir machen es wirklich auf einem völlig neuen Niveau. Neulich eine neue Kollegin ist dann zu mir gekommen und hatte, also wo die schon steht, wir haben noch nie über das Thema Schaden gesprochen, was die mir schon für Fragen gestellt hat und wie gut die diesen Prozess kannte. Ich habe nur gedacht, also es war wirklich echt toll. Also, es ist komplett automatisiert, man muss nicht mehr dran denken, wann erkläre ich dem das und wie. Und vor allen Dingen ist es vollständig. Wenn man das einmal drin hat, ist es vollständig. Man kann es auch jederzeit ergänzen. Ne? Zeit- und Mitarbeiter unabhängig, das, was ich vorhin sagte, der Krüger ist krank, Meier ist im Urlaub, dann muss doch wieder der Kollege herhalten. Und wenn den neuen Mitarbeiter durch einen etwas komischen Kollegen, sage ich mal, der das irgendwie eigentlich nicht so richtig macht oder normal gemacht hat oder so, das ist keine gute Idee. Sicherstellung eines einheitlichen Wissensstandards. Das heißt, man weiß eigentlich, dass alle das wissen. Und kann auch keiner sagen, Urlaubsantrag hat mir noch nie wer erklärt. Oder ist das jetzt neu oder so? Das war ich nicht da. Gibt es nicht mehr. Und die ganzen Zeiträuber sind weg. Das ist eins der größten Sachen neben dem. Also mir ist eigentlich am wichtigsten, dass ich das weg von den Schultern habe, dass sich niemand mehr darum kümmern muss. Und stille Posteffekt haben wir, glaube ich, auch schon drüber gesprochen. So, die Lösung bei der automatisierten Weiterbildung, das ist jetzt relativ ähnlich, aber auch da haben wir Schnittstellen, wir machen auch den kontinuierlichen Verbesserungsprozess, das heißt, jeder Mitarbeiter muss im Schnitt 12 Verbesserungsprozesse einreichen, das ist halt mit einem Bonus verknüpft, also brauchst du nicht freiwillig, aber dann gibt es halt einen Bonus und diese Bonusse bauen wir dann, also diese Verbesserungsvorschläge bauen wir dann immer, der stellt das dann vor, im nächsten Team-Meeting und das Coole ist, wenn es vom Mitarbeiter kommt, die sind jetzt nicht verpflichtet, aber die machen das schon, weil es halt einen schönen Bonus gibt. Und wenn die das im Gruppenmeeting vorstellen, hat das halt eine ganz andere Wirkung, als wenn der Chef wieder irgendeine verrückte Idee hat. So. Und dann legen wir in dem Gruppenmeeting auch fest direkt, wer macht das? Und dann wird natürlich auch ein Video gedreht. Ne? Das ist halt geil. Und da das von Kollegen für Kollegen quasi gemacht wird, ist einfach super. Und dadurch wachsen wir unser Wissen und es wird, also Ich finde es richtig cool. Dazu haben wir natürlich noch die Themenkampagnen. Wir machen Tests und Kontrollen. Habe ich auch schon was zu gesagt. Und wir holen auch da wieder automatisches Feedback ein bei der Mitarbeiterweiterbildung. Ich sage, sind die Videos zu kurz? Sind die zu lang? Fehlt noch was? Wir haben jetzt zum Beispiel angefangen, früher haben wir es nur, wir machen ganz viel Bildschirmscreens. Und jetzt machen wir aber auch live, also sieht jetzt auch ein bisschen mehr klicktippig aus, also dass man wirklich zwischen Bildschirm und Gesicht halt wechselt. Ne? Das ist schon ein Tick aufwendiger, aber es ist wirklich nicht viel, wenn man das mal gemacht hat. Man braucht immer, ich sag mal, 5, 6, 7 Videos, bis man da reinkommt, aber dann geht das relativ einfach. Ja, und Wissen ist eine hohe Schuld.
Und das sind zum Beispiel Fotos, das sind so die Bilder von unserer Einarbeitungskampagne. So haben wir mal gestartet. Mittlerweile machen wir auch fachspezifische Kampagnen, zum Beispiel, was ist ein versicherter Leitungswasserschaden? Das ist auch gar nicht so leicht zu erklären. Und dann holen wir uns wirklich Koryphäen. Das ist jetzt der Matthias Hertel, der ist der Verbandschef vom zertifizierten Verband der Sachverständiger. Und das ist zum Beispiel ein super cooles Video und das kriegt natürlich jeder Mitarbeiter. Und mittlerweile nehmen wir das auch für unsere Kunden. Das heißt, unsere Kunden, ähnlich wie bei Clicktip, bekommen jetzt auch eine Schulung, wie sie bei uns Schäden melden, wie sie bei uns noch leichter Schäden melden, was ist bei Schaden zu beachten, was ist, wenn es brennt, zuerst den Makler anrufen, doch die Feuerwehr. So, wie war die Personalarbeit bei uns vorher ohne Clicktip? Nämlich wir hatten wirklich ganz, ganz viel Last mit den Tätigkeiten, die gar keinen Umsatz bringen. Und wir hatten, heute ist es so, wir haben halt endlich wieder Zeit für umsatzbringende Tätigkeiten. Nervende, wiederkehrende Aufgaben, da bin ich überhaupt nicht der Typ, ich mache ganz, ganz ungern Sachen wiederholt. Und jetzt haben wir endlich mal wieder Zeit für neue Aufgaben. Und man hat nicht diesen ständigen Nachschleifungsbedarf. Also wir sagen, guck dir bitte nochmal das Video an. Da kommt ein Mitarbeiter zu mir und sagt, wie geht das nochmal? Sag ich, hast du das Video geguckt? Nein. Sag ich, dann weißt du ja, was dort zu tun ist. Und dadurch, also ich merke wirklich die Qualität aus sogar solche doofen Sachen wie, wie melde ich mich am Telefon, das steigt. Auch die Schadenmeldung und wenn Kunden was monieren, das kommt echt wesentlich seltener vor. Auch die Rückfragen bleiben natürlich weg. Es gibt Standards und auch die Mitarbeiter, das ist ja das Tolle, die Mitarbeiter zeigen das ja auch den neuen Mitarbeitern. Ne? Also dass der Standard guckt, das Video, das sagen die ja tatsächlich. Ne? Und was Mario Jammer sagt, Set it and forget it Prozesse, man muss sich mit diesen Themen nicht beschäftigen. Das ist für mich als Chef eigentlich das Größte, wo ich sage, ich bin diesen Ballast los. Nur noch ein kurzer Ausblick, was machen wir jetzt? Wir wollen da natürlich noch ein bisschen dran schleifen, an den Prozessen und den Kampagnen, zum Beispiel Bewerber, die sich mehrfach bewerben. Wir machen jetzt eine White-Label-Lösung, weil ich habe jetzt tatsächlich schon den ersten Kunden. Und wir bauen jetzt auch so ein bisschen diese Personal-Recruiting-Strategie mit ein. Ihr habt gemerkt, dass es hinter dem Thema Personal steckt eigentlich noch ein bisschen mehr und man kann sich damit sehr, sehr gut beschäftigen. Und wir planen jetzt tatsächlich die Interessenten, also ich habe ja den großen Vorteil, unsere Mandanten sind alles Hausverwalter, die Geschäftsführer und Vorstände, ich bin ständig bei denen und dann lasse ich mal so einen Satz fallen, sage ich, Mensch, Digitalisierung, das ist ja toll, das ist ja so einfach, auch neue Mitarbeiter zu finden, das ist ja wie von Kinderleicht, ging ja nie so leicht, ne? Und dann sagen aber 9 von 10, oh nö, und das ist ja so schwierig und dann bewerbt, was ich hier alles bewirbt, das müssten Sie mal wissen. So, und das ist natürlich ein cooler Einstieg. Und dann sage ich, ja mal angenommen, es gäbe da eine Lösung, wie, dass das quasi auf Autopilot so durchrauscht, wäre das für Sie interessant? Wie? Ja klar. Ja, soll ich Ihnen mal einen Kontakt herstellen? Das ist wirklich sehr, sehr leicht, das Problem hat jeder. Also jeder, der ein Unternehmen hat und Mitarbeiter hat und je größer der ist, desto größer ist das Problem. Das ist einfach toll. So, jetzt müssen wir die langsam eine Interessentenkampagne ein bisschen warmer Vertrauen aufbauen. Und ich bin jetzt gerade dabei, den ersten Sales Funnel zu machen, wie man das machen kann mit so einem kleinen Starter-Paket, dass man zum Beispiel mit so einem Onboarding startet, dann Bewerberflut, Mitarbeiter weiterentwickeln. Da kann man so viel machen. Und es braucht wirklich jeder. Der Markt ist wirklich riesig. Also da gibt es auch kein Grenzen und Gebiet. Das ist geil. Ist ein geiles Thema. Ja, meine größten Learnings aus der Zeit, ich habe tatsächlich gemerkt, ich habe am Anfang so gedacht, oh, kompliziert, ich habe ja gesagt, ja, wir haben mit den Bewerbern gestartet, weil das relativ egal ist, wenn da was passiert. Das war auch überhaupt nicht schwer. Das Schwerste ist wirklich immer der erste Schritt. Ich kann nur jedem sagen, der dann mit Clicktip noch nicht gestartet hat, macht es. Probiert es einfach aus, was soll passieren? Und wenn das euch den Kunden nicht traut, nimmt Bewerber. Oder schaltet einfach eine Stellenanzeige. Und das Einzige, woran es scheitert, ist eigentlich dein Unterlassen. Und ich sage immer, das ist einer meiner Lieblingssprüche, wer immer nur das tut, was er schon getan hat, bekommt immer nur das, was er schon bekommt. Oder ich kann nur sagen, macht es, macht mal was Neues, traut euch, ist es nicht wirklich schwer. Wer noch irgendwie Fragen hat, kann mich gerne ansprechen. Wer jetzt irgendwen kennt, der ein Unternehmen hat, der viele Bewerbungen bekommt und ihr sagt, ich traue mich da nicht so richtig ran oder wer weiß, wie das genau geht, ich will da nichts probieren, sprecht mich einfach an. Ich bin ein großer Freund vom Teilen, bin mit Geschwistern groß geworden, ich verstehe das, dass das gut ist. In den meisten Fällen, wie zum Beispiel bei Witzen erzählen, je öfter man die teilt, desto mehr bekommt man zurück, das ist hier genauso. Wir kennen es tatsächlich aus meinem Maklerjob, noch ein kleines letztes schönes Beispiel, wir sind die Experten für Hausverwaltung. So. Und jetzt gibt es viele, ja, ich mache auch Hausverwaltung, wie viele hast du denn schon? Ja, ich habe nur quasi eine Hausverwaltung, ich habe so viele, da war ich schon ein paar Mal, ich bin noch nie zum Zug gekommen. Dann sage ich, aha, wie wäre es, wenn du mich mitnimmst
Und wir schaffen das, die gemeinsam zu überzeugen. Du stellst nur den Kontakt her und danach bist du komplett raus. Und dann sagt er, ja, und wie machen wir das mit der Provision? Ich sage, die wird geteilt. Aber lieber ein Stück vom Kuchen als gar kein Kuchen. Und das verstehen die meisten dann. Also wenn ihr auch ein Stück vom Kuchen möchtet, sprecht mich einfach an.